So, weiter geht's hier bei Tomb Raider. Ich hatte nochmal in den Optionen geguckt, welche Taste es ist, und mir ist dann auch aufgefallen, als ich mir nochmal das Video angesehen habe, dass man ganz leicht hinter dem Untertitel doch die Taste erkennt. Aber naja, ich würde sagen, wir machen einfach mal gemütlich weiter. Und da wischt es nämlich ihn. Ja, zieh dich hoch. Was? So. Weiter geht's. Da wollte mich gerade mal wieder Windows flamen hier. Oh, Alter! Mache! Mache! Oh! Alter. Nö. Ohne Scheiß, Windows macht mich heute schon wieder schwach. Aber naja. Ja, und nu? Ach so, ach. Mensch, ich sitze hier vor dem Rechner und warte drauf, dass was passiert. Dabei kann ich schon längst. So, wir gucken uns hier aber mal kurz um, ne? So. Ja, wäre ja auch zu schön, wenn hier gleich irgendwie so ein Verband liegen würde. Weil unsere Galeriefrage, Hauptmenü. Ach so, okay. Weil wir bluten ja immer noch, ne? Egal. Ja. Ich würde sagen, wir suchen uns erstmal da unten so eine Verbandskiste, ne? Oh oh. Das gibt doch nichts. Okay. Ganz langsam. Alter! Heide Püpsch! Easy, easy! Alter Falter, alter Falter, ey, und das. Früh morgens, ja? Früh morgens! Hier schon wieder so ein Stress! Huch! Oh Gott! Ja! Sieht schön aus hier, ne? So. Ja, das Ding hängt da schon ein bisschen länger, würde ich mal so behaupten. Eine neue Maschine ist das auf keinen Fall. Ich schaff das. Ja, na klar, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich da ranspringen muss, wa? Was? Was denn? Nach oben springen. Ah ja, okay. Mädel. Ach, ist das schön. Ich lieb ja sowas, ne? Das macht ja schon Laune.
Oh Gott, kann die sich jetzt nicht einfach... Ne, kann sie nicht. Oh Gott. Achtung. Genau deswegen Achtung. Alter Schwede, ey. Oh, das Ding ist weg. Mensch, was ist denn jetzt schon wieder? So, da hatte sich gerade mal schön Tomb Raider verabschiedet. Aber zum Glück war ja der Save Point in unmittelbarer Nähe. Und ich wollte eigentlich gerade sagen, Mensch, das sieht hier alles so schön aus. Achso, ja, und ich habe die Grafik mal um eine Stufe runtergestellt. Wende, drücke sie um. Oh, ja. Das läuft. Ja, finde ich echt schön. So, da ist unser Rettungsboot. Sams Tasche. Sam! Die ist weg. Sie müssen hier gewesen sein. Ja, machen wir gleich. Aber ich wollte eigentlich... Wieso gibt's denn hier nicht irgendwie mal so einen Schluck Wasser oder hier, dass wir besser auffallen? Kein Verbandzeug. Eieiei. Oh, das war knapp. Ich will. Och man. Ist doch doof. Hätte ich da mich hochziehen können? Ich wüsste es gar nicht. Oh, was hängt denn hier? Ein Kronleuchter? Oh, da geht auch ein bisschen runter. So, können wir nicht einfach hier bleiben? Genug Zuflucht, oder? Ein bisschen leid tut sie mir ja schon, ne? So. Sieht verlassen aus. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten. Ah ne, sie hat's geschafft. Ich hab gedacht, sie verkackt. Aber sie ist ja nicht alleine. Da rechts neben ihr für einen Sack. Den habe ich jetzt erst gesehen. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam,
das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme? Lara, ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitmer. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktor. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Tada. Alles klar. Oha. Irgendwo da unten. Da ist was gewesen. Ach, so kann man schleichen. Okay. Hätten wir das auch mal geklärt? Aha. Oh Gott. Armer Kerl. Ah, der hat einen Bogen. Moment. Den Bogen kann ich brauchen. Na. Aber hier sind schon mal Pfeile. So, und wie kriegen wir den jetzt da oben? Okay, dann wahrscheinlich doch hier hinten lang. Ja. Lol. Nein, ich sag jetzt mal nichts dazu. Ohne Waffe kann ich nicht jagen. Ich brauche eine Waffe. Ich schaff das. Ja, natürlich schaffst du das. Komm schon. Oh. Ich hab bloß mal geguckt, ob ich da... Achtung, kommt er nicht noch hinterher? Achso, er liegt schon unten. Sehr schön. Provisorisch. Erinnere dich an das, was du von Roth gelernt hast. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben, aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede Waffe ist... Kinder?
Was ist denn jetzt schon wieder? Oh, Tomb Raider macht mich gerade echt schwach.